Gräfin Kunitza ist eingekerkert und hat damit die gerechte Strafe erhalten. Auch der Beistand des böhmischen Königs konnte ihr nicht helfen. Und jetzt kann der König endlich einmal Hof halten. Hier sehen wir ihn. Und dann wollen wir auch direkt damit starten. Ja, das kostet hier Prestige, was ich ein bisschen merkwürdig finde. Das müsste eigentlich hier doch Prestige geben. Und wir werden uns aber immer wieder erinnern lassen, wann das möglich ist. Und eigentlich standardmäßig auch immer, wann das möglich ist, direkt Hof halten. Das gehört nun mal mit dazu. Und jetzt werden wir einmal die Bittsteller hier anhören. Auf meinem Thron sitzen gebe ich meinen Wachen ein Zeichen, die Türen des Saals zu öffnen. Menschen strömen herein. Einige stellen sich vor meinem Thron auf, während andere zur Seite treten, um das Geschehen zu beobachten. Nach einigen Augenblicken kommt sämtliche Bewegung im Saal zum Stillstand und alle Gesichter haben sich erwartungsvoll zu mir gewandt. Vor mir stehen drei Bittsteller in einer geordneten Reihe, die alle darauf warten, dass ich sie aufrufe. Ja, dann gib den ersten doch bitte mal ein Zeichen. Und da sind sie schon. Herzog Hermann, mein Vasall, schreitet voran, offensichtlich begierig darauf, meine Antwort auf seine Bitte zu hören. Hier fände ich es immer ganz interessant, wenn man sehen würde, hier weiß ich es, dass er ein Anführer einer Fraktion ist, wenn das hier aber irgendwie nochmal erscheinen würde, ja. Weil so sehe ich das jetzt auf den ersten Blick halt nicht. Man möge es ihm und mir aber auch verzeihen, falls ich das jetzt übersehe bei irgendeinem Vasall. Denn hier haben sich so viele Vasallen erhoben, es sind so viele Vasallen hinzugekommen, dass es wirklich kaum zu überblicken ist. Mein Lehnsherr, Haus Rügen gehört zu den größten Häusern von Deutschland und wilzenländischen Ratschlägen sollte stets Gehör geschenkt werden. Eure qualifiziertesten Anhänger auszuschließen, dient nur dazu, Spaltung und Misstrauen zu säen. Ja, und hier ist es jetzt natürlich ganz besonders interessant, denn der König hätte hier natürlich in gewisser Weise die Gelegenheit, einigen Vasallen ein bisschen entgegenzukommen und für Ordnung und etwas Ruhe im Reich zu sorgen. Die Frage ist natürlich nur, lässt das sein arrogantes Wesen hier zu? Ich finde es auch sehr interessant, wie die beiden hier gekleidet sind in diesem, ja, Metallic-Rosa-Ton. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Passt aber so, man könnte sagen, es beißt sich hier mit seinem Bart und so weiter. Aber irgendwie passt es auch, ja. Okay, eure qualifiziertesten Anhänger auszuschließen, ja, das hatte ich eben schon. Jetzt schauen wir mal, was hier die Optionen sind. Wilzenland wird immer ein offenes Ohr bei mir haben. Dann würden wir ihm ein bisschen entgegenkommen. Das gibt ja tatsächlich ein schwaches Druckmittel. Ich hätte das jetzt natürlich an seiner Stelle einfach mal als Phrase rausgehauen, aber ich habe gehört, ihr besitzt eine schöne Sammlung. Dann könnte man hier etwas einfordern, ein gewisses Artefakt. Herzog Hermann wäre aber darüber verärgert. Ich denke auch nicht, dass er da so erpicht ist. Solche Ansprüche verlangen Opfer. Herzog Hermann überlässt euch Rügen. Okay. Oder Herzog Hermann ist über die Forderung verärgert. Ratsrechte garantiert würde er erhalten. Okay, er ist aber bei uns auch noch gar nicht im Rat. Er würde das dann bekommen. Ist das hier diese Bitte theoretisch? Wir schauen mal weiter. Nur wenn Wilzenland niemals seine Grenzen vergrößern wird. Er möchte hier tatsächlich in den Rat. Ja. Oder im Tausch für größere Verpflichtungen natürlich. Ratsrechte garantiert, aber dann erhöht er hier seine Feudalsteuern. Was will er denn werden? Ja, Ratskanzler müsste aber unseren Sohn hier rausschmeißen. Oder jemand, den wir halt benannt haben. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Reicht es denn nicht, ein Herzog zu sein? In diesem Kontext, ich glaube, das würde er sagen, er brüskiert ihn hier mit halt noch mehr. Aber so ist es nun mal. Mein Vasall Graf Walram schenkt mir ein warmherziges Lächeln, ehe er vortritt, um seine Bitte vorzutragen. Mein Lehnsherr, ich bitte um eure Hilfe bei einem Ärgernis. Die Steuererhebung in Zürich ist einfach schlecht. Er hält in und seufzt. Ich kann dies mit dem mir zur Verfügung stehenden Mittel einfach nicht beheben. Ich bitte um jede Hilfe, die ihr entbehren könnt. Der ehemalige König. Und da schafft es dann keine Steuern zu erheben, oder wie? Was ist da los? Ich kann euch etwas Gold geben, um die Sache zu beheben. Dann würden wir einfach Gold an ihn geben und hätten nichts davon, außer eine bessere Beziehung. Mein Ratsverwalter wird euch beraten.
Könnte man natürlich machen. Er wird dann hier beraten, bekommt etwas mehr Verwaltung. Lothar erhält 2 Jahre lang, berät Vasallen des Lehnsherrn und steht da und durch uns nicht so sehr zur Verfügung. Warum ist das hier ein schwerer gesundheitlicher Malus? Er hat es doch mit keinem Leprakranken zu tun. Ihr seid selbst schuld, wenn ihr so inkompetent seid. Bringt das Chaos selbst in Ordnung. Das kann ich mir bei ihm sehr gut vorstellen. Oder mein Ritter Radan würde einen besseren Ratsverwalter abgeben. Graf Rahram, der Sanfte von Zürich, gewinnt 20 Meinungen. Entlasst aus dem Rat, setzt Radan als Ratsverwalter ein. Ja, aber er ist ja hier kein Verwalter von uns. Also das Entlasst aus dem Rat steht, glaube ich, dafür, dass wir seinen Ratsverwalter entlassen würden. Und Radan dort einsetzen würden. Dann würden wir aber hier einen Ritter verlieren. Der ist 55 halt. Der ist auch nicht allzu begabt. Ich glaube, er sagt hier, dann seid ihr selbst schuld. Bringt es gefälligst hier in Ordnung. Und wieder jemand brüskiert. Mein Fürst, mein Ratsverwalter Lothar ergreift das Wort. Ich habe einen Einfall, um die Besteuerung zu verbessern. Ihr könntet Landvermesser entsenden, die eure Untertanen über jedes Grundstück befragen. Namen, Besitzer, Ausdehnung, Wert und wie viele Menschen und Tiere dort leben. Bitte, mein Fürst, erlaubt mir die Angelegenheit zu beaufsichtigen. Fährt Ratsmarschall Nizzo von euch fort, okay. Also hier Vorschläge von unseren Vasallen. Der ist ja hier auch sehr kompetent. Nizzo, kümmert euch darum oder... wenn ich die Besteuerung verbessern will, kann ich einfach die Steuern erhöhen. Jeder Vasall bezahlt 5 an uns. Okay. Nee, das ist es nicht wert. Kümmert euch darum. 370 Gold. Und das wird einige Monate hier in Anspruch nehmen. Eieiei, was machen wir denn jetzt hier? Er sagt halt hier, dass es sich lohnt, ja. Aber wir würden hier alles Gold ausgeben, was wir haben. Und gerade auch, er sieht ja auch den Kontext, ja. Die aufmüpfigen Vasallen, der potenzielle Krieg mit Böhmen, kann ich mir nicht vorstellen. Ansonsten, wenn die finanzielle Situation ein bisschen besser wäre und die politische Situation sehr stabil, dann kann ich mir das durchaus vorstellen, dass ihr hier Lothar vertraut und Nizzo. Aber so, das ist es einfach nicht wert. Und die verlieren ja beide Meinung von ihm. Eieiei. Man könnte das hier natürlich einfach machen. Aber wir machen das. Mensch, er macht sich hier wirklich nicht beliebt mit seinen Entscheidungen. Aber er ist nun mal, wie er ist. Als der letzte Bittsteller den Raum verlässt, folgen ihm verschiedene Höflinge, die wieder ihre Aufgaben nachgehen müssen. Andere bleiben zurück und unterhalten sich über die letzten Verhandlungen. Bald ist die zeremonielle Förmlichkeit ganz gänzlich verflogen und das übliche Treiben des höfischen Lebens nimmt seinen Platz ein. Meine Aufgabe hier ist erledigt und es gibt ein bisschen Hofpracht und Legitimität. Da können wir sowieso mal schauen. Hier haben wir ja die Prachtstufe 4. Wenn wir mal auf die Hofpracht sehen, was bringt das hier überhaupt? Und es würde ja sogar ansteigen, aufgrund der ganzen Maßnahmen hier bis 7. Aktuell gibt es eine höhere Meinung von Höflingen und Gästen. Mhm. Und das andere hier ist dann halt inklusive, was wir auch schon erreicht haben. Die Ratsaufgabe Leibgarde, Ratsaufgabe königliche Gunst verleihen und inspirierte Charaktere kommen öfter an den Hof. Was kommt dann denn als nächstes? Höflinge, die 5 Jahre im Königshof gelebt haben, erhalten eine besondere Eigenschaft, die auf der Hofart beruht. Wir haben ja den Gelehrtenhof. Dann Prachtstufe 6 wäre, schaltet die Ratsaufgabe de jure territorium überzeugen frei. Auch sehr interessant. Und Prachtstufe 7 wäre Vormundschaft anbieten, Akzeptanz für Vasallen plus 20. Die Einkerkerungschance ist erhöht um 10% und monatliche Lebenswandelerfahrung generell plus 10%. Ja, also das hat hier schon seine Vorteile. Und je nachdem, wie das hier natürlich auch aussieht mit dem Gold, kann ich mir, oder den Einnahmen, kann ich mir bei ihm auch sehr gut vorstellen, dass er hier natürlich noch die Verpflegung anheben wird. Und apropos Verpflegung, ich denke hier so ein Festmahl, das wäre wirklich angebracht und das wird auch kosten. Jetzt ist aber natürlich, ja, wäre vielleicht gar kein so schlechter Zeitpunkt. Man könnte versuchen, sich hier mit den Vasallen so ein bisschen zu versöhnen, bevor es damit aber losgeht. Also ein Festmahl dürfte ja ziemlich teuer sein, weil es natürlich ein Festmahl, eines Königs ist. Wir müssen aber noch ein paar Ämter besetzen und wir müssen uns hier auch noch weiter um die Gefangenen kümmern.
Kunitza wollen wir nicht freilassen. Man könnte das hier für Lösegeld tun, aber die bleibt da drin. Deswegen müssen wir hier ein bisschen differenzieren. Hier würde man nichts erhalten. Wir gucken einfach mal durch, wo wir hier was bekommen würden. Andererseits könnten wir dann auch gleich für Druckmittel freilassen, oder? Wäre eine Möglichkeit. Ja, dann gibt es hier halt ein Druckmittel. So, gegen Milan. Das machen wir auch so. Wir müssen natürlich gucken, eventuell gibt es hier auch jemanden, der für uns kämpfen kann, wenn es denn irgendein Ritter ist. Hedwig gibt es halt auch nichts. Geht an Graf Walram Kuno von Montbéliard. Der bedenkt hier schon. Blanche bedenkt auch. Okay, hier haben wir auch keine Möglichkeit. Immer dieselben. Von Walram. Aber wir gucken jetzt hier halt einmal durch, ja. Okay, hier haben wir einen anderen. Was ist das hier? Ist das ein fähiger Mann? Alarich. Der ist melancholisch, aber der hat zumindest einen okayen Wert. Den könnten wir hier vermutlich überzeugen, dass wir ihn anwerben. Der hat noch verschiedene Ansprüche, sogar auf das Königreich von Deutschland. Die soll er aufgeben, möchte er aber nicht. Ha. Das heißt, wenn wir ihn einfach nur anwerben, dann haben wir jemanden, der einen Anspruch auf das Königreich von Deutschland hat. Ja, aber ob er das durchsetzen möchte unbedingt, ich weiß ja nicht. Wie steht er denn hier in der Verwandtschaft? Großeltern von König Eckhard, dem Lahm. Ja, logischerweise hat er dann diverse Ansprüche. Wir werden ihn mal anwerben hier trotzdem. Und dann gucken wir mal noch, wie es bei dem hier aussieht. Edwin von Hampshire. Den könnte man auch anwerben. Machen wir mal. Wir haben hier viele Männer verloren und dann reihen die sich hier einfach ein. Würde ich sagen. Dann müssen wir da bei Zeiten erstmal nicht unbedingt nach Rittern suchen. Wir müssen natürlich hier oben auch nochmal reinschauen, was alles noch zu tun ist. Niedrige Gemeindekontrolle in Nördlingen. Ja, darum sollte sich hier wahrscheinlich der Ratsmarschall kümmern. Das sollten wir direkt mal anweisen. Okay, dann kommt einmal her Nizzo und dann kümmert ihr euch darum. Befehlshaber ausbilden, mehr Kontrolle in Gemeinde. So, und wo haben wir hier Nördlingen? Das müsste doch aber eigentlich hier sein. Würzburg? Merkwürdig. Ich gucke mal. Wir haben das ja hier bei Domänen. Domänenbesitztümer. Nördling. Ah, ist hier mittendrin. Da sieht man's. Und dann werden wir ihn hier anweisen, ja. Mehr Kontrolle in Gemeinde. Und dann soll er das mal hier machen. Geht jetzt gar nicht. Kein gültiges Ziel. Gut, dann macht er das jetzt hier halt erstmal nicht. Steigt ja auch von allein wieder an. So, jetzt haben wir uns erstmal um ein paar Gefangene gekümmert. Und jetzt ist natürlich auch wichtig, dass wir erstmal, die Nachrichten hier durchgehen lassen. Und dann werden wir hier noch ein paar Ämter besetzen. Ja, jetzt, wir haben ja ein bisschen Spiel. Sowas wie zum Beispiel den Erzjägermeister und den Mundschenk. Müssen wir sehen, vielleicht auch noch einen Hofmusikant. Und dann werden wir wahrscheinlich hier dieses Festmahl angehen. Aber jetzt ist natürlich noch ein ganz entscheidender Moment. Wir haben ja hier diese Legende von Kempten, muss man sagen. Die bezieht sich natürlich auch auf ihn, aber auf die Dynastie generell. Und da können wir vielleicht mal reinschauen. Hat sich das jetzt hier mal ein bisschen ausgebreitet? Normalerweise ja schon. Das hat hier eigentlich klein angefangen. Okay. Und hier ist jetzt auch die Frage, kann man das jetzt hier noch irgendwie verbessern? Weil wir jetzt hier König sind. Muss ich auf 100 Baronien verbreiten und dann könnte man das hier noch weiter nach oben bringen. Okay. Eine fleischgewordene Legende. Das klingt aber auch. Okay. Hier wurde aber was Neues geschrieben, oder? Die Legende von König Markwart von Deutschland ist so groß und weit wie die Welt, denn seine Taten sind unvergleichlich. König Markwart von Deutschland wurde in der Nacht durch einen schockierenden Besuch der Mächte des Todes geweckt. Ja, das kennen wir noch. Seit dieser erschütternden Heimsuchung beschloss König Markwart von Deutschland, dem zu entfliehen, was andere als unvermeidlich bezeichnen würden, und nach einem ewigen Leben auf Erden zu streben. Okay, hat sich hier nur sozusagen geändert, dass ja jetzt hier mit König bezeichnet wird, die fleischgewordene Legende zu sehen. Doch damit war die Geschichte noch nicht zu Ende. Denn als Markwart sich auf den Heimweg machte, half er der Klinge,
Bisschen merkwürdig hier. Die höchste Instanz Gott stattete König Markwart von Deutschland einen Besuch ab und sprach mit ihm über das Wesen der Schöpfung, die Schönheit eines endlichen Lebens. Diese legendäre Begegnung veränderte König Markwart von Deutschland grundlegend, sodass er der flüchtigen Natur des Lebens und dem verheißenen Frieden des Jenseits fortan ruhig entgegensah. Okay. Aber was jetzt hier? Ich prüfe die Klinge eines Schwerts, während mein Chronist Tietmar und ich die Waffenkammer in Innsbruck durchstöbern. Die Klinge ist scharf, gut geschliffen. Tietmar interessiert sich jedoch mehr für eine der Waffen, die an der Wand hängt. Ich habe schon so viel über diese mächtige Waffe gehört, Herr, haucht er voller Bewunderung. Ich habe gehört, dass sie allein durch eure Hand ein halbes Dutzend Feinde getötet hat. Die Waffe Dolch von Graf Wernher ist in der Tat treu und tödlich und wurde immer wieder im Blut meiner Feinde getränkt. Es ist eine gute Klinge, eine rote Klinge. Na, das sind nur die, an die ich mich erinnere, oder nicht viel mehr als das, Tietmar. Das Artefakt Dolch von Graf Wernher erhält einen zufälligen positiven Modifikator. Oder hier, das ist dann eine Diplomatie- und Kriegsführungsherausforderung. 30% die Legende der Waffe wächst oder manche betrachten die Erzählung mit Misstrauen. Aber nicht viel mehr als das. Klingt irgendwie ein bisschen bescheidener. Deswegen machen wir das mal. Mal sehen. Aber es erhöht sich. Man nimmt ihm jetzt seine Geschichten hier ab. So, und jetzt wurde hier auch noch am Hofe die Übeltäterin gefunden. Mein Höfling Regelinde schmiedet Ränke, das Opfer, mein Höfling Gertruda. Die hier untereinander. Was für ein Unhold. Oh, und wir müssen uns ja noch um diese verbrecherischen Vasallen hier noch kümmern. Das ist ja auch noch so eine Geschichte. Ja, was machen wir jetzt hier mit Regelinda? Kerkern wir die jetzt hier einfach ein? Können wir gar nicht. Die können wir auch einfach entlassen. Aber dann wird auch Radan uns hier verlassen. Aber dann ist dem halt so, oder? Das ist aber unser ausgezeichneter Ritter. Der aber mittlerweile hier gebrechlich und einäugig ist. Dann jagen wir sie hinfort und wenn er halt mit ihr geht, dann ist das nun mal so. Von daher, die soll einfach verschwinden. Und machen wir das so. Ja, er hat keine andere Wahl, lebt wohl. Jawohl. Und dann wird sich das hier nochmal mit den Auszeichnungen ändern. Lösegeld wurde hier akzeptiert. Eine Fraktion, die euch zum Ziel hatte, hat sich aufgelöst. Die Auflösungsfraktion. Und jetzt müssen wir hier nochmal reinschauen bezüglich dieser Auszeichnung der Ritter. Mein Gott, ich muss ganz ehrlich sagen, hier ist jetzt so viel zu tun. Ich bin hier ja fast überfordert. Hier steht immer noch, Gemeindekontrolle in Nördling ist niedrig. Warum konnte ich denn da nichts machen? Oder ist einfach hier, weil keine Zeit vergangen ist? Und dann könnte man das nochmal probieren. Hier ist Nördling. Wir probieren es jetzt einfach nochmal. Und dann klickt man hier einmal drauf. Jawohl, wunderbar. Jetzt funktioniert es, dauert hier 6 Jahre. Aber das müssen wir schon in Ordnung bringen. Einfach weil wir ja auch hier der Eigentümer direkt sind. Und das macht sich hier auch natürlich beim Einkommen und so weiter bemerkbar. Jetzt wollte ich aber nochmal schauen. Bezüglich der Ritter. Also wir haben jetzt hier 9 von 9 Rittern. Und man sieht auch, dass der schlechteste hier beim 11er Kampfgeschick ist. Das ist auf jeden Fall so in Ordnung. Und hier gab es auch einen direkten Nachfolger. Das ist auch in Ordnung. Hier ist jetzt Gutper Lotharling, unser Leibwächter. Finde ich auch ganz nett. Und hier kann man noch eine weitere erschaffen, oder? Wäre das möglich? Auszeichnung 1 von 2. Wir haben jetzt hier 2 Möglichkeiten. Ah. Dann nehmen wir doch hier Ludbert. Das könnten wir jetzt hier erlauben. Warum geht das jetzt hier nicht? Oder müssen wir ihn erst richtig auswählen? Machen wir mal. So, was gibt das denn jetzt hier? Maximale Größe der Bogenschützenregimenter plus 4. Wie bitte plus 4? Kann man denn irgendwie 8 haben oder 9? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das wäre ja abartig. Und Marodeur auch noch. Monatliches Prestige pro Schrecken geht auch noch auf. Okay, dann werden wir mal die Auszeichnung hier schaffen. Das kostet einfach nur ein bisschen Prestige. Machen wir das mal. Hier gibt es dann den als Nachfolger. Dem soll dann halt so sein. Tatsache hier, schaut mal. 9 Regimenter jetzt hier an Bogenschützen. Unglaublich, das ist ja vielleicht mächtig.
Gut, muss man sich hier natürlich dann auch erstmal leisten können. Aktuell müssen wir die Truppen sowieso hier aufstocken, aber das ist auf jeden Fall eine Option für die Zukunft. Jetzt gucken wir hier nochmal in die Fraktion rein. Die Freiheitsfraktion ist hier gefährlich und natürlich sehr gefährlich hier vor allem die Fraktion gegen uns, die hier sogar unterstützt wird von Herzog Markus II. Ja gut, aber da müssen wir jetzt halt wirklich dieses Fest mal veranstalten, um mal die Beziehungen hier zu verbessern. Da müssen wir wirklich alle mal an einen Tisch. Führt kein Weg dran vorbei. Habe ich Gefühl, das habe ich schon oft gesagt. Jetzt gucken wir hier mal. Bei Aktivitäten, wie teuer das dann überhaupt wäre. 290 Gold. Okay, also da müssen wir tatsächlich ein bisschen aufpassen. Zumal wir wollen ja hier auch ordentlich auftischen. Und was, denke ich mal, auch noch ganz wichtig ist, dass wir hier noch ein Amt besetzen. Das, was erstmal das Wichtigste ist. Der Mundschenk. Phyllis könnte man hier nehmen. Sind durchschnittlich ja alle geeignet. Jetzt gucken wir mal. Das ist ja einer unserer ausgezeichneten Ritter hier. Wer ist Phyllis? Hier eigentlich genau das Gleiche. Sie gilt als ehrlich, sadistisch und zufrieden. Sadistische Mundschenken und intelligent. Was ist sie? Auch sadistisch, okay. Aber sie ist auch noch eine Wohlgestalt. Da entscheiden wir uns vielleicht hier dafür, oder? Wunderbar. Und jetzt werden wir hier das, denke ich mal, direkt veranstalten. Aktivität starten. Ein Festmahl. Festmahl planen. Ein Legendenfestmahl. Oh, das wäre natürlich auch noch eine Geschichte. Ist das denn noch teurer? Der letzte Trinkspruch legt den Schwerpunkt auf eure Legende. Würde am meisten passen. Ereignisse führen zu Anlässen, sie zu einem Meinungszuwachs führen. Und bestimmte Optionen wären wirklich einen Anspannungsabbau. Ereignisse führen dazu Anlässen zu einem Meinungszuwachs, okay. Hier ja aber auch. Wir gucken mal. Das würde jetzt hier natürlich passen. Wo wollen wir das Ganze durchführen? Theoretisch sollte man das hier schon in Innsbruck machen. Hier wäre halt gut, dass es günstiger wäre, weil hier Höfe und Felder sind. Aber ich meine, das machen wir hier in der Hauptstadt. Ich kann es mir immer nicht anders vorstellen. Gut, wir brauchen hier keine Bergsteiger, wir sind ja schon dort. So, der Vorsatz, die Erholung. Wir könnten natürlich hier versuchen, uns anzufreunden. Das ist, denke ich, auch... Oder Legendenverbreitung. Hier könnten wir natürlich versuchen, uns unserem Vasallen aus Schwaben speziell zu widmen nochmal. Aber ich denke, dass er hier seine Rolle unterstreichen will, die er innehatte. Und er ist halt der Ansicht, wenn die anderen erkennen, was für eine Legende er ist, dann werden sie hier auch nicht weiter aufmüpfig sein. Es gibt hier aber zwei Sachen. Einmal Legendenverbreitung, einmal Legitimität unterstützen. Oder Legitimität stützen. Wäre theoretisch auch etwas. Weil wir wollen ja zeigen, dass wir hier berechtigt sind. Aber sind wir ja eigentlich auch schon. Und da muss man aber einen speziellen Vorzug haben. Söhne unserer Väter. Mhm. Wir wählen mal das aus. Das passt hier, denke ich, ganz gut. So, und jetzt können wir uns hier natürlich auch nicht lumpen lassen. Hier kostet es auch nur 200, interessanterweise. Es wurden doch viel höhere Kosten angezeigt. Und es gibt hier kulinarische Kunstwerke. Ich denke, das möchte er auf jeden Fall. Und natürlich, wir kennen ihn. Exorbitant wird hier aufgetischt. Oh, jetzt kostet er 350. Das verschuldet uns sogar. Hm. Dann könnten wir das sogar nicht beginnen. Das ist natürlich bitter. Ich denke, er möchte hier eher mehr auftischen als prächtiger, oder? Ja, dann machen wir das mal so. Jedes erwähnenswerte Festmahl ergänzt schließlich jenen Luxus, den der Adel ohnehin erwartet, um reichere fremdländische Speisen. Okay, das andere war halt, dass es aus aller Herren Länder kommt und hier sind es halt wirklich die Anzahl der Gänge und die soll wirklich oben sein. Und dann machen wir das mal. Und dann werden wir hier einmal einladen. Die müssen dann natürlich hier auch erstmal alle kommen. Die Diener eilen durch den Saal und bringen die letzten Dekorationen. Einige der Gäste sind noch nicht eingetroffen. Und ich gönne mir ein köstliches Getränk am Feuer. Oh, ich scheine bereits einige schmackhaft aussehende Speisen, frische Wachteln entdeckt zu haben. Wir haben eine schöne Zeit voraus. Es gibt hier ein bisschen Prestige. So, und jetzt... Wann geht es dann tatsächlich los? Hier steht 40 verbleibend, also 40 Gäste werden hier eintrudeln und dann werden wir mal sehen, ob wir hier diese Fraktionsbildung hier oder diese Ultimaten unterbinden können. Ja.
Das können wir, denke ich, mal hier wegklicken. Ihr habt ein Druckmittel gegen Graf Walram erhalten. Das ist natürlich gut, weil der kann sich dann hier keine mehr anschließen. Warum eigentlich? Hedwig von Orsen hat den Kerker verlassen. Ah, deswegen. Wunderbar. Und hat er sich jetzt hier noch alles andere überlegt? Bezüglich seiner Geiseln, weil wir haben jetzt ja natürlich noch mehr Gefangene. Wie gesagt, Kunitza bleibt drin. Kuno. Ja, die lassen wir jetzt aber hier wirklich alle frei, oder? Den können wir natürlich auch an unserem Hof lassen. Er bedenkt halt wieder und die haben alle dazugehört, oder? Da war keiner mehr, der hier einzeln war. Der kommt halt auch zu keinem Gold mehr, das ist es halt. Da werden wir nichts für bekommen. Nur wenn ich jetzt hier Massenauslösung mache, dann wird Kunitza auch noch mit freigelassen, oder? Und das möchte ich ja auf keinen Fall. Von daher müssen wir das jetzt alles nacheinander machen. Auch wenn es ein bisschen lästig ist. So. Lösegeld bezahlen Graf Geberg von Brügge. Bezahlt 10 an euch. An den unversöhnlichen Herzog Marquardt. Alter Mochegino liegt mir am Herzen. Ja. Weil sie mitfühlend sind. Dann machen wir das mal. Annehmen. Haben wir doch noch ein bisschen was bekommen. Dann sind es ja wahrscheinlich Vasallen von ihm direkt, die das bezahlen. Gut, ist hier noch irgendwas neu? Habe ich noch irgendwas übersehen? Das können wir ja direkt ganz wegklicken, die wird niemals freigelassen. So, eure Cousin, Graf Gunther II. Und ihr könnt ein Bündnis miteinander aushandeln. Ja, wir gehen jetzt mal nicht noch weitere Bündnisse ein. Ich denke, das belassen wir jetzt erst einmal. Und jetzt gucken wir mal. 7 Monate, bis sie beginnt. Wie bitte? Warum dauert das denn 7 Monate? Weil die von so weit her kommen müssen, oder was? Dauert ja so ein Fest mal ein ganzes Jahr. So, der Gichtige von Friesland meldet sich. Auch hier lassen wir frei. Kommt immer noch ein bisschen mehr Gold rein. Das ist natürlich sehr schön. Und es gibt zusätzliche Steuern. Ausgezeichnet. Lothar. 110 Gold. Das können wir sehr gut gebrauchen. Jetzt haben wir ja auch Einnahmen von plus 11,5 im Monat. Bedeutet, wir können jetzt hier, denke ich, weitermachen. Lassen wir die jetzt hier frei. Wir könnten natürlich noch warten, ob wieder irgendwer wen auslösen möchte. Aber wir nehmen hier einfach jetzt die Druckmittel mit, hätte ich gesagt. Hier möchte ich das eigentlich auch. So. Okay, und dann haben wir da nur noch eine Person im Kerker, nämlich Kunitza. Also, wen haben wir denn hier noch? Stallmeister ist natürlich auch noch... Eigentlich ist das fast alles wichtig. Müssten wir hier fast alles benennen, ganz ehrlich. Ausgezeichneter Ritter. Ja, das wird hier dann Ludbert von Comburg. Den werden wir einsetzen. Erzjägermeister. Könnten wir Nizzo einsetzen. Der wäre hier hervorragend mit geeignet. Warum soll er nicht auch hier der Erzjägermeister sein? Gibt es noch einen Hofbaumeister? Das können wir dann bei Bedarf machen natürlich, ja. Der Hofmusikant, ein Hofdichter, Hofhenker. Ja, er ist ja auch recht fromm als Theologe. Wen könnte man da nehmen? Ja, dann nehmen wir einfach unseren Erzbischof, oder? Den setzen wir da ein. Mann, sind das viele Kosten, die wieder auf uns zukommen. Oh, und der Hofchronist, der soll natürlich hier nicht nach Legenden suchen, sondern die heimische Legende preisen. Man könnte sie auch in der... Fremde preisen. Was war hier nochmal der genaue Unterschied? Boah, das kostet aber richtig viel. Legendenverbreitungswahrscheinlichkeit plus 40 oder hier jedes Jahr könnte einer eurer Vasallen oder benachbarten Vasallen eure Legende zur eigenen geförderten Legende machen. Eine höhere Eignung erhöht die Chance. Ich denke mal, wir machen das hier. Das soll sich halt verbreiten, ja. Und ein Hofmusikant. Ja. Steigert den Meinungszugewinn beim Ausrichten von Festmahl. Das ist natürlich auch gut. Die sind aber hier alle schlecht geeignet. Meine Güte. Ein Ritter von uns. Der einäugige Hofmusikant. Oder Phyllis. Die könnte man da auch einsetzen. Machen wir das mal. Geeignet halt schlecht. So, weiter geht's. Haben wir noch irgendein Amt? Was wichtig wäre, theoretisch der Hofnarr, sollte man wahrscheinlich auch machen. Bürgermeister Dietpold. Hier war es ja so, ja, dass niedrig gestellte Personen das gut finden, wenn sie Hofnarr werden.
und höher gestellte Personen finden das ganz schlimm. Eigentlich wollen wir unsere Beziehungen hier verbessern, aber wir könnten ja natürlich auch jemanden was auswischen, den wir hier potenziell nicht leiden können. Wie zum Beispiel den ehemaligen König. Das ist natürlich eine Geschichte. Oh Gott, das wäre aber fast ein bisschen gehässig. Deswegen, ich kann mich hier nicht so ganz entscheiden. Graf Walram, sollte man den hier zum Hofnarren machen? Ich guck nochmal auf seine Charaktereigenschaften. Er ist ja schon arrogant, unersättlich, keusch. Nicht so wirklich. Also man kann das Amt ja folgendermaßen sehen. Der Hofnarr kann auch durchaus ein wichtiger Vertrauter mit sein, aber kann natürlich auch spöttisch behandelt werden. Und Graf Wilhelm von St. Gallen. Ich kann mich hier nicht durchringen, wen ich davon nehmen soll. Und als so besonders gehässig stufe ich ihn nicht ein. Aber wenn jetzt mal noch jemand hier aufbegehrt, dann machen wir uns, dann werden wir uns das mal im Hinterkopf behalten. Der Hofdichter ist natürlich auch nochmal eine gewisse Sache, weil er, denke ich, das so sehen würde, dass hier Gedichte über ihn geschrieben werden und er das sicherlich ganz toll findet. So, er hat keine andere Wahl. Wunderbar. Aber das finde ich hier schon merkwürdig, ne? Dass das hier so lang dauert. 6 Monate. Aber hier wird schon getanzt und sie amüsiert sich prächtig, so wie es aussieht. Dann würde ich aber sagen, wo er jetzt hier schon seinen Kelch nach oben hält. Freudige Erwartung. Ich bin ja aber gespannt. Seine Begegnung mit seinen Vasallen waren nie sonderlich einträglich, was jetzt die Verbesserung der Beziehung anbelangt. Ob das eventuell in die oder bei diesem Fest mal anders aussieht. Ansonsten lässt er ja sehr gern da seine Macht raushängen und lässt sich ja auch nichts sagen. Und ja, eventuell verschärft das sogar diesen potenziellen Konflikt. Dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.